Der Internetmarkt mit Lehrvideos boomt derzeit. Sowohl auf Plattformen wie YouTube oder TikTok, aber auch auf anderen Bildungsplattformen. Das Angebot ist äußerst heterogen und es stellt sich hier natürlich die Frage, woran sich die Qualität von Lehrvideos bemessen lässt. Ich bin Dr. Stefan Siegel, Postdoc Researcher am Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen und ich freue mich, Ihnen in den nächsten Minuten eines meiner Forschungsprojekte kurz vorstellen zu dürfen. Ich möchte Ihnen eine Studie präsentieren, die ich gemeinsam mit Ines Hensch, Oberstudienrätin an der Universität Augsburg, durchgeführt habe. In einem systematischen Review haben wir Qualitätskriterien für Lehrvideos herausgearbeitet und in einer Übersicht einem multidisziplinären Kriterienraster zusammengefasst. Falls Sie dieses Raster interessiert, sollten Sie bis zum Ende des Espresso Papers dabei bleiben. Meine Folien und auch die Materialien, das Raster stelle ich Ihnen dann gerne im Nachgang zur Verfügung. Falls Sie schulpflichtige Kinder haben oder selbst in der Schul- oder Hochschullehre tätig sind, dürfte Ihnen dieses Bild vertraut vorkommen. Weltweit sind Videos im Netz auf dem Vormarsch. Verstärkt wurde dies sicherlich durch die Covid-19-Pandemie. Aber auch schon davor nahm die Relevanz und Rezeption von Lehrvideos kontinuierlich zu. Repräsentative Studien zeigen, dass Lehrvideos gerade im mediatisierten Alltag von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eine große Bedeutung haben, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit. Auf der einen Seite ist es wirklich faszinierend zu sehen, was hier in letzter Zeit passiert. Es gibt ein unglaublich dynamisches und auch breites Angebot an Erklärvideos zu unterschiedlichsten Themen, die zeitlich und örtlich unabhängiges Lernen ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Gefahren. So ist das Internet ein weitgehend unkontrollierter Raum, der es nahezu jedem ermöglicht, Bildungsmedien einem breiten Publikum anzubieten, auch wenn diese möglicherweise von fragwürdiger Qualität sind. Das war für mich und meine Kollegin Grund genug, diese spannenden Bildungsmedien stärker in den Blick zu nehmen. Hier sehen Sie drei Projekte, an denen ich in Forschung und Lehre in den letzten Jahren beteiligt war. Und ich möchte in diesem Video die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zwei Projekte näher vorzustellen. Ein Projekt aus meiner Lehre, ein Projekt aus meiner Forschung, die aber sehr stark miteinander zusammenhängen, ganz im Sinne der Humboldtschen Idee der Einheit von Forschung und Lehre. Die Ausführung zur Lehre werde ich relativ kurz halten, da es primär um das systematische Review geht. Zudem gibt es zur Lehre schon einen Sammelbandbeitrag in diesem Sammelband, den Sie auf der rechten Seite sehen können, und auch ein Poster, wo Sie alles nochmal kompakt nachlesen können. Und zudem gibt es den Kurs mit einer offenen Lizenz, sodass Sie sich da auch reinklicken, durchklicken können. Das Seminar mit dem Titel Analyse und Evaluation schulischer Bildungsmedien im Internet, Lehr-Lern-Videos unter der Lupe, wurde insgesamt dreimal angeboten. Die Zielgruppe waren Lehramtsstudierende im optionalen und freien Bereich Pädagogik an der Universität Augsburg. Und das Hauptziel bestand darin, die Professionalität angehender Lehrpersonen im Umgang mit Lehr-Lern-Videos zu fördern. Das Kernstück des Seminars war die sogenannte Design Challenge. Hier haben sich Studierende in einigen Modulen Wissen erarbeitet zu unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel Qualitätskriterien zu Lehr-Lern-Videos und dann dieses Wissen gleich angewandt, indem sie sukzessive ein Unterrichtskonzept erstellt haben, in dem Lehr-Lern-Videos eine zentrale Rolle spielen. Das alles passierte mit der Methode des Design Thinkings. Das ist eine Methode, die ursprünglich aus dem Unternehmenskontext stammt, aber vermehrt auch in Bildungssettings eingesetzt wird. Für ausführliche Informationen zum Seminar möchte ich nochmal aufs Poster, den Sammelbandbeitrag und den Kurs selbst verweisen. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Projekt, dem systematischen Review. Der Ausgangspunkt dafür war tatsächlich unter anderem das Seminar. Und hier schauen wir uns zunächst die Relevanz und den theoretischen Hintergrund an. Der Ausgangspunkt bestand, wie eingangs bereits erwähnt, in der wachsenden Bedeutung und Rezeption von Lehr-Lern-Videos in Forschung und Praxis, was aktuell auch eine Vielzahl von Publikationen zu diesem Thema, aber auch die erwähnten Studien zeigen.
Häufig wird zwar die Frage nach der Qualität von Lehrvideos gestellt, aber die Frage ist immer noch da, was ist eigentlich gemeint, wenn von Qualität gesprochen wird? Ist es die pädagogisch-didaktische Qualität? Ist es die technische Qualität? Ohne diese Fragen jetzt im Detail beantworten zu können, zeigen Sie, dass unterschiedliche Definitionen von Qualität existieren und dass je nach disziplinärer Brille unterschiedliche Kriterien oder Kriterienkataloge herangezogen werden sollten, um die Güte von Lehrvideos angemessen beurteilen zu können. Es existieren auch schon einige Beiträge, Übersichten und Checklisten, die beispielsweise didaktische Kriterien oder lernpsychologische oder auch filmanalytische Kriterien in den Fokus rücken. Allerdings fehlte damals eine systematische und disziplinübergreifende Übersicht, welche die Vielfalt an Qualitätskriterien sowie die damit verbundenen Perspektiven bündelt und es Nutzenden ermöglicht, die Qualität von Lernvideos adäquat zu beurteilen. Glücklicherweise war ich damals an der Herausgabe dieses Sammelbands zu Lehrvideos beteiligt. Und die Beiträge der Autorinnen kommen aus unterschiedlichen Disziplinen, beispielsweise der Erziehungswissenschaft, der Physikdidaktik, der Musikpädagogik und auch von Personen von mehreren Standorten, Augsburg, Leipzig, Kassel. Und so dass wir hier auf eine breit gebündelte Expertise aus den Bildungs- und Fachwissenschaften zurückgreifen konnten. Unser übergreifendes Ziel bestand darin, eine multiperspektivische, heuristische Übersicht für Qualitätskriterien für Lehrvideos zu entwickeln. Und hier sehen Sie unsere zwei leitenden Forschungsfragen. Auf welche Qualitätskriterien beziehen sich die Autorin des genannten Sammelbands in ihren jeweiligen Beiträgen? Und wie können diese Qualitätskriterien synthetisiert und in einem Raster dargestellt werden? Damit kommen wir auch schon zum methodischen Vorgehen. Was haben wir jetzt gemacht, um die Forschungsfragen zu beantworten? Wurde im Zeitraum von Februar bis Mai 2021 ein präregistriertes systematisches Review in Anlehnung an den siebenschrittigen Ansatz von Torgersen et al. Durchgeführt. Die Schritte können Sie hier rechts unten auf der Folie sehen. In einem ersten Schritt haben wir zunächst die forschungsleitenden Fragen definiert, entwickelt. Der zweite Schritt bestand darin, einen Plan für das systematische Review zu entwickeln, in dem das Design und die Methoden festgelegt werden und jede Stufe des systematischen Reviews dann näher beschrieben und skizziert wird. Um das zu machen, haben wir unsere Studie präregistriert vor der Datenerhebung. In einem dritten Schritt haben wir dann die Beiträge des Sammelbands gesichtet und die zu analysierenden Texte ausgewählt. Die Einschlusskriterien fielen dabei relativ überschaubar aus. Wir haben alle Beiträge aufgenommen in die Analyse, in denen mindestens ein Qualitätskriterium für Lehrvideos erwähnt wurde, Bezug genommen wurde. Der zu analysierende Korpus hatte insgesamt 321 Manuskriptseiten und 19 Sammelbandbeiträge, haben wir uns angesehen. Für den vierten Schritt, die eigentliche Beitragsanalyse, haben wir alle geeigneten Texte in die Software MaxQDA importiert und für die thematisch strukturierende qualitative Inhaltsanalyse vorbereitet, analysiert und kodiert. Wurden die Materialien, die Texte von sowohl Hines Hensch als auch von mir unabhängig voneinander. Und die vorläufigen Ergebnisse der Beitragsanalyse haben wir dann im fünften Schritt gemeinsam diskutiert, um etwaige Abweichungen zu bereinigen. Daran anschließend wurden die Ergebnisse des systematischen Reviews bzw. der Beitragsanalyse in einem sechsten Schritt verdichtet und eine Übersicht zu Gütekriterien zusammengestellt. Und schließlich haben wir die Ergebnisse des systematischen Reviews in einen Sammelbandbeitrag gegossen, um unsere Ergebnisse auch mit der Welt zu teilen. Was kam nun dabei raus? Mit Blick auf die analysierten Beiträge wurden 629 Textstellen kodiert, in denen Qualitätskriterien für Lehr-Lern-Videos zum Ausdruck kamen. Die 19 Sammelbandbeiträge enthielten im Durchschnitt 31 kodierte Textstellen mit Qualitätskriterien, wobei die Standardabweichung und auch die Range recht groß ausfiel.
Die meisten Codierungen entfielen dabei auf die Kategorie medienpädagogisch-didaktische Qualitätskriterien. Unter die Kategorie lernpsychologische Qualitätskriterien wurden 156 Codierungen subsumiert. Technische, filmanalytische und rechtliche Kriterien wurden deutlich weniger kodiert, mit 23 filmanalytisch und 18 und 18 die technischen und die rechtlichen Qualitätskriterien. Das entwickelte Raster sieht in Miniaturform so aus, wie Sie es hier jetzt auf der Folie sehen. Ausschnitte aus dem Raster habe ich Ihnen mitgebracht, damit Sie ein plastischeres Bild davon haben, was Sie erwartet, wenn Sie sich das Raster anschauen möchten. Hier sehen Sie die Hauptkategorie medienpädagogisch-didaktische Kriterien mit einer Kategorienbeschreibung, Definition oben und einigen ausgewählten Unterkategorien ebenfalls mit einer Beschreibung. Zum Beispiel bei dem ersten Zielgruppe und Zielgruppenorientierung. Hier würde sich die Qualität eines Lehrvideos darin zeigen, dass eine oder mehrere Zielgruppen klar adressiert werden. Da je nach Zielgruppe das Video anders gestaltet werden sollte, zum Beispiel was die Sprache angeht oder auch was den Komplexitätsgrad von Inhalten angeht. Die medienpädagogisch-didaktischen Kriterien waren die kodierungsstärkste Kategorie, was Sie auch auf der letzten Folie gesehen haben, und hatte auch die meisten Unterkategorien. Sie können sich ja das ausführliche Raster dann noch online ansehen. Es ist offen lizenziert. Also eine OER, eine Open Educational Resource. Und dann habe ich Ihnen noch einen Ausschnitt aus den rechtlichen Qualitätskriterien mitgebracht. Insgesamt haben wir hier drei Unterkategorien definiert. Einmal restriktiver Jugendmedienschutz, dann das Urheberrecht und dann noch den Datenschutz. Und Sie sehen immer auf der rechten Seite auch eine nähere Beschreibung der Kategorie. Hier ist es so, dass ein qualitatives, hochwertiges Lehrvideo nicht immer alle Qualitätskriterien erfüllen muss, damit es als wertvolles Bildungsmedium beurteilt werden kann. Wenn jedoch urheberrechtliche Fragen oder Fragen des restriktiven Jugendmedienschutz berührt werden, also Videos zum Beispiel problematische Inhalte enthalten, kann das äußerst problematisch sein. Für die rechtlichen Qualitätskriterien gab es nur 18 Nennungen. Dennoch scheinen diese Kriterien auch einigen Autoren wichtig zu sein. Abschließend möchte ich in der Diskussion noch knapp auf die Limitationen und Stärken der Studie eingehen. Und als erste wesentliche Limitation ist zu nennen, dass nur Beiträge des genannten Sammelbands in das systematische Review mit einbezogen und analysiert wurden. Obgleich die Texte jetzt von unterschiedlichen Autorinnen, von unterschiedlichen Disziplinen und mehreren Standorten stammen, handelt es sich dabei um eine selektive und begrenzte Auswahl. Und bei möglichen Folgestudien sollten darüber hinaus auch weitere Texte analysiert werden, in denen Qualitätskriterien für Lehr-Lern-Videos im Fokus stehen. Zudem muss man auch fairerweise sagen, dass nicht alle Beiträge notwendigerweise zum Ziel hatten, möglichst viele Gütekriterien darzulegen. Wir denken dennoch, dass in jedem Beitrag viele Kriterien genannt wurden und wir auch durch die Beiträge einen schönen Einblick in viele Felder und Disziplinen erhalten haben. Eine zentrale Stärke unserer Studie besteht darin, dass nun eine umfassende Übersicht über die Gütekriterien für Lehrvideos vorliegt, die dann zur Analyse, zur Auswahl, zur Produktion und beim Einsatz von Lehr-Lern-Videos eingesetzt werden können. Und dass dieses Raster und unsere Forschung gegebenenfalls zukünftige Forschung zur Qualität von Lehrvideos stimulieren könnte. So, das war jetzt ein kurzer Ritt durch unsere Studie. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Fragen bei der DGHD-Tagung gern dann zur Verfügung. Wir hoffen, dass unser multiperspektivisches Raster, Qualitätskriterienraster, Nutzerinnen von Lehr-Lern-Videos hilft, ihre Qualität angemessen einzuschätzen, freuen uns aber auch über Ihr Feedback dazu. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass viele meiner ehemaligen Augsburger Kolleginnen ebenfalls in spannenden Projekten zu Lehrvideos in der letzten Zeit geforscht haben, etwa zum Thema Sexismus in Lehrvideos von Simple Club. Einblicke in ein paar dieser
echt richtig spannenden Projekte, bietet ein Sammelband, der von Eva Mattes, Thomas Heiland und mir im Klinkhardt Verlag herausgegeben wurde. Schauen Sie da gerne mal rein, wenn Sie das interessiert. Dort ist auch der Sammelband zum systematischen Review und auch zu dem Projekt, meinem Projekt aus der Lehre mit Ines Hensch enthalten. Gerne können Sie mir aber auch schon vorab, vor der Tagung in Paderborn, eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich dann auf den Austausch.